Peace, Leute. Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Jetzt haben wir Thumbnail und den Videotitel schon gelesen. Es geht mal wieder um den Recap von 2023 im Bereich Fashion. Wir hatten das 2021 schon und 2022 schon, deswegen dachte ich mir, machen wir ein Back-3-Back und schauen uns das Ganze nochmal an, wozu das Video dienen soll. Genau, wir schauen uns einfach nochmal selbstverständlich alle Jobs an, die im deutschen Streetwear-Segment oder einfach von deutschen Brands passiert ist, an. Also das würden wir zeitlich nicht schaffen oder das würden wir zeitlich schon schaffen, aber es wäre, Digga, geistkrank und da haben wir keine Lust. Oder besser gesagt, es wäre zu viel Arbeit. Ich will mich jetzt auch nicht vor Arbeit drücken, aber vielleicht versteht ihr das. Deswegen habe ich mir 6 Brands rausgesucht, die ich auch letztes Jahr, glaube ich, hatte. Ich glaube, ich habe eine weggelassen. Das wäre Lowlights, weil ich nichts mit denen zu tun habe. Deswegen sind die nicht in dem Video mit drin. Ansonsten haben wir eigentlich alle großen. LFDY habe ich auch rausgelassen. Also ist auf denen auch nicht Top 5, also ist jetzt kein Ranking. Das, was ich jetzt als erstes nennen werde, also wir fangen mit Peso an. Peso ist jetzt nicht die Nummer 1, wobei ich das eigentlich am Ende auch nochmal kurz machen könnte. Genau, und im nächsten Video geht es dann einmal um die besten Pieces, die im Jahr gedroppt wurden. Das ist so eine Mischung aus meinen persönlichen und ich finde auch so mit dem Hype drum. Das ist so eine Mischung aus meiner Meinung und dann, glaube ich, so ein bisschen aus der allgemeinen Meinung. Das kommt als nächstes Video. Das wollte ich jetzt hier nicht mit ranschreiben, A, damit ich 2 Videos habe und B, dass es nicht zu lang wird. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich blende euch das hier auch immer ein, über wen wir schnacken und dann auch wieder mal so 1-2 Bildern, damit man ein bisschen reminiscen kann, was dieses Jahr alles so passiert ist und was gedroppt wurde. Wie eben gerade angesprochen, fangen wir mit Peso an. Peso hatte 11 Drops an sich. Ich habe das aber in Klammern gesetzt, dass sie 7 Main Drops hatten. Die hatten diese Slim Tee. Soll auch gucken, wieso ich das so gemacht habe. So, nee, stimmt, sorry. Sie hatten 11 Drops mit Black Friday inklusive. Es gab ja an Black Friday 5 Tage back to back immer einen Drop. Eigentlich waren es 7, aber ich habe jetzt mal in Klammern 11 gemacht, weil genau, Black Friday gab es 5 Drops. Peso hat dieses Jahr angefangen mit der Spring Collection. Das war auch so die Geburtsstunde von der Wave Jeans oder von der Wave Denim, die ich im nächsten Video mit den besten Pieces des Jahres auch nochmal seinen Platz finden wird. Genau, damals, oder ihr seht es jetzt hier, wurde die als, ich sag jetzt mal, als slimmere Variante gedroppt und auch mit dem P als Branding auf den beiden Oberschenkeln drauf. Das wurde dann ja in der zweiten Version gelassen und in der zweiten Version ist die Hose dann auch deutlich breiter. Unter anderem gab es bei dem Drop dann auch diese Tracksuits, die, glaube ich, relativ gut angekommen sind. Ich habe mir nicht davon eine geholt, sondern dann die Phantom, dazu kommen wir aber auch gleich nochmal zu sprechen. Dann gab es die Sun Faded Raws, da habe ich auch noch ein Piece mir nach dem Drop angelegt, weil ich persönlich finde, das sind die besten Draws, die Peso bis jetzt gedroppt hat. Ist jetzt nicht so eine Basic-Line, weil ihr es seht, ist so ein bisschen verwaschen, heißt dieses Sun-Faded, auf denen da ist die Sonne zu lang drauf gescheint und deswegen ist das so ein bisschen verwaschen-mäßig oder verbleached. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich habe den braunen Zipper und die farblich passende Jogger. Besten Draws finde ich persönlich. Dann ging es weiter mit der Summer Collection, unter anderem mit den Wave Shorts. Das gleiche mit der Jeans, aber nur in kurz. Hier habt ihr noch mal einen kurzen Überblick gehabt. Ich fand, oder wenn ich einmal so vorgreifen kann, was Peso angeht, keine Kollektion, oder besser gesagt, ich fand keine Kollektion hat mich krank umgehauen. Ich habe euch aber, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, Emergency Warning zu einem kleinen Pokal verliehen. Das fand ich war so die beste Peso-Kollektion, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich jetzt in dem Sinne auch habe. Aber es hat mir immer mal wieder ein Piece gefallen oder 2 Pieces, aber es hat mich nie so wirklich die Kollektion umgehauen. Es ist auch kein Front oder sonstiges, ist einfach nur meine Meinung. Dann gab es diesen Phantom Tracksuit Drop und More, den Phantom Tracksuit, besser gesagt, die Jacke habe ich mir geholt. Dazu gab es dann, wie hier jetzt auch nochmal eingeblendet, die passenden Taschen dazu, wo ich sagen muss, ein bisschen Frust habe, dass ich mir den beigen Rucksack nicht gezogen habe, weil der schon wirklich sehr cool aussieht und der auch, glaube ich, relativ groß war. Heißt, ihr habt ordentlichen Stauraum, wenn ihr mal, keine Ahnung, zur Schule, zur Uni, unterwegs reisen oder so. Ich glaube, dafür ist der schon sehr, sehr gut gemacht. Nach dem Phantom Tracksuit gab es diese Slim Tees, die habe ich auch getestet. Mit diesem Autumn Gear habe ich mir aufgeschrieben, das waren diese Regenjacken-mäßig oder Windbreaker. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man die sonst nennen kann. Genau, die hatte ich getestet. Wenn ihr das sehen wollt, habe ich das hier jetzt einmal eingeblendet oder ihr schaut einmal an meinem Kanal vorbei. Nach diesem Slim Tee Drop gab es dann den Winter Drop mit Emergency Warning, mit unter anderem der Fleecejacke hier, die, glaube ich, so mit das gehypteste Piece war. Es gab die einmal in 2 Colorways und dann unter anderem auch noch diese 2 Knits, die ich ebenfalls getestet habe. Ich merke gerade, ich habe relativ viel getestet. Ich kann in dem nächsten Video auch mal zusammenrechnen, was ich dieses Jahr alles so ausgegeben habe. Das würde mich, ehrlich gesagt, auch mal gerne interessieren. Ich habe selbstverständlich nicht alles behalten. Ich habe einiges wieder zurückgeschickt, aber wenn euch das interessiert, dann seht ihr das im nächsten Video. Genau, hier sollte 7 Drops. Finde ich in Ordnung. Zu jeder Hauptjahreszeit einen Drop und dann immer mal wieder so kleine Drops mit Ross Restock oder neuen Ross und dann hier mal ein Slim Tee. So, finde ich eigentlich in Ordnung. Ist jetzt nicht zu viel, nicht zu wenig. Overall muss ich sagen, gefällt mir Peso schon sehr. Ich würde auch schon ehrlich sagen, dass das so für mich persönlich die beste
beste Brand in Deutschland ist. Damit meine ich jetzt alles drumherum. Jetzt auch zum Beispiel mit dem Zurückschicken, wenn da irgendwas ist mit der Retour und so. Das passt, klappt immer super. Man zahlt auch nichts für die Retour. Deswegen würde ich schon sagen, dass Peso overall, finde ich, so die beste Meinung, die beste Brand. Klar kann man sagen, dass die Pieces an sich nicht so stark sind oder einige Pieces vom Ding auch manchmal leider nicht in die Kollektion reinpassen. Das ist dann aber auch wieder jedem seine eigene Meinung. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt ein Ranking machen würden, würde ich Peso an der 1 ansetzen. Genau, das aber overall gesehen. Wenn wir das jetzt aufstückeln würden in jetzt nur Pieces und nur das und nur Versand, Kundensupport und so, dann würde Peso da ein bisschen abrutschen. Aber wie gesagt, das wird kein Ranking sein. Das ist nur meine persönliche Meinung. Dann machen wir jetzt weiter mit Returnity. Die Jungs haben geisteskrank rausgehauen. Wenn man sich das mal jetzt so anschauen könnte, oder wenn ihr euch das jetzt anschaut, könnte man denken, man schaut sich hier ein Album von einem Rapper an, wie unter anderem Saint and Sinners. Dann könnte man vielleicht 5 Year Anniversary, irgendwie so ein Anniversary-Track sagen. Dann könnte man Monte Carlo, dann könnte man Too Many Thoughts, Beyond Visions. Und dann dieses, oder der letzte Drop, der jetzt, glaube ich, noch Samstag oder auch heute war. Ihr seht das Video ja Sonntag. Le Vier, ich kann kein Französisch, nicht leistungsgroß gewesen. Deswegen der letzte Drop, wo auch der die Trophy dahinter ist. Also man könnte denken, man schaut sich hier irgendwie eine Albumliste von irgendeinem Rapper an. 15 Drops haben die Jungs dieses Jahr rausgehauen. Das müsst ihr euch mal kurz überlegen. 15 Drops in 12 Monaten. Das ist geisteskrank. Klar gab es in diesen 15 Drops dann auch mal nur ein Cap Drop, wo 3 Caps veröffentlicht wurden. Dann gab es dann auch Essentials Restocks. Heißt, es wurde einmal die Essential Line gedroppt. Und dann wurden die 2 oder 3 Mal mit neuen Farben gerestockt oder neu veröffentlicht. Oder dann zum Beispiel Returnity Extras mit New Bags. Und dann gab es dazu nochmal eine Sonnenbrille und einen Gürtel, glaube ich. Das sind eher so kleinere Drops. Aber ihr müsst trotzdem bedenken, das sind einfach 15 Drops in 12 Monaten. Und ich glaube nicht. Alles gut. Die haben von Anfang an direkt angefangen zu droppen, weil einige Brands lassen Januar und Februar mal aus, weil da so ein bisschen die Dürrephase ist, wenn man das so sagen kann. Aber 15 Drops ist geisteskrank. Also die Jungs sind wirklich Content oder allgemein so Sachen produzieren, das oder nicht mal wie am Fließband, das ist geisteskrank. Also da kann man schon mal, was den Hustle-Aspekt raus oder den Hustle-Faktor, wenn man das so sagen kann, anschaut oder anspricht, kann man den No-Joke nur Respekt zollen. Dann wiederum muss man schauen, ob so viel Content oder so viel Kleidung zu produzieren, wenn man jetzt auf die Umwelt geht, cool ist. Oder so, wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt nicht der kranke, umweltschützende Heini. Ich könnte in dem Aspekt sehr wahrscheinlich auch noch besser sein. Aber vielleicht checkt ihr so, was ich meine. Ne? Ich will jetzt auch nicht in diese Schiene rutschen und sagen, das ist Fast Fashion oder Modern Fast Fashion oder sonst was weiß ich. Aber ihr checkt so vielleicht, was ich meine. Ich will jetzt das nicht kritisieren, weil die Pieces, die sie raushauen, sind immer mal wieder sehr, sehr cool. Also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, dieser Drop, den hätten sie sich sparen können. Wir fangen einmal an. Ich habe mir ganz oben noch reingeschrieben, eigener Laden in Hamburg, der 2024 anvisiert wird und auch, glaube ich, auch safe passieren wird. Das wollte ich einmal kurz ansprechen. Das ist geisteskrank. Ich glaube, der Step wird die nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen. Und das, finde ich, verdient auch geisteskranken Respekt, dass sie sich rantrauen, einen eigenen Laden in Hamburg oder allgemein einen eigenen Laden aufzumachen. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wo der Laden sein wird, also von der Location her in Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Da denke ich, werde ich auch vorbeisteppen, wenn es die Eröffnung gibt und sich das mal anschauen. Deswegen da schon mal dicksten Respekt draus. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Returnity. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Genau, das ist die erste oder der erste Job, der dieses Jahr losgekickt hat, wenn man das so sagen kann, mit Saint and Sinner. Ich muss sagen, einige Returnity-Kollektionen waren mal kleiner, vielleicht deswegen auch so viele. Der Saint and Sinners Drop hier war, wenn ich mich nicht irre, mit nur 9 Pieces. Ihr hattet die Track-Jacke und dazu dann, glaube ich, auch noch den Fleece, der relativ gehypt war. Also ich habe den zumindest sehr oft bei Fitpics bei Insta gesehen. Dann gab es den, oder das erste war Essentials und Creative Department. Das ist halt deren Basic-Line. Habt ihr hier einmal eingeblendet mit ja, ganz normalen Basic-Farben zum Start. Was ich dazu auch sagen muss, ist, dass diese Essentials-Line von denen, von Fear of God, glaube ich, war das, und von Represent sich sehr ähneln. Es sind vom Ding her, also klar kann man bei Basics an sich nichts Großartiges machen, es sind einfach nur Basic-Sachen, aber sie ähneln sich sehr. Sie haben hier entweder vorne nichts drauf oder auf der Brust so ein kleines Logo und dann haben die auf dem Rücken hinten dann nochmal den Namen oder so draufstehen. Das ähnelt sich schon sehr, ist mir aufgefallen, vor allem Dingen bei Represent und bei Returnity. Das jetzt nochmal so kurz erwähnen. Es soll kein Hate sein, aber wie gesagt, es ähnelt sich nur sehr. Genau, dann gab es die erste Spring-Summer-Collection, unter anderem, genau, wie ich jetzt hier eingearbeitet mit den Pieces, ich denke, da ist rausgestochen der lange Polo in Orange, weil ich den bei Kalim gesehen hatte und dann einmal noch diese Racing-Jacket, die ihr so ungefähr in der Mitte seht, mit dem Backprint hinten auf dem Rücken und genau unten 5 Hosen, ich muss sagen, Returnity macht, finde ich, in Deutschland so die besten Hosen mit 85 zusammen. Die beiden sind da wirklich sehr cool, also wenn ihr Hosen sucht oder Hosen braucht, könnt ihr bei denen auf jeden Fall, oder werdet ihr bei denen, würde ich schon sagen,
fündig. Genau nach dem Spring und Summer Drop gab es die 5 Years Anniversary, also 5 Jahres Anniversary Drop mit nur 4 Pieces, aber es war halt ein Anniversary Drop, also genau, jetzt nichts Großartiges Besonderes. Dann gab es den ersten Returnity Extras Drop mit den ganzen Bags, die ihr hier seht, also diese ganz normalen Shoulder Bags und dann glaube ich dazu noch Sonnenbrillen und Card Holder und Gürtel, glaube ich, war das, genau. Also da ging es dann in die Accessoire-Schiene rein. Dann gab es den Cap Drop, eben gerade angesprochen. Dann wieder Creative Department New Colorways, also ein bisschen farbenfroher mit Grün und Blau. Genau, dann ging es weiter mit der Sommerkollektion, die Monte Carlo hieß. Die hat mir wirklich, oder wenn ich jetzt so sagen würde, die hat mir am wenigsten zugesagt, wenn ich das mal so sagen kann, weil dieser ganze Monte Carlo Vibe mit Casino und so feiere ich persönlich null. Auch so mit Las Vegas, Casino und so, da ist nicht so meins. Aber da wieder auch sehr viele kurze Hosen. Wenn ich zählen kann, sind das 9. Genau, 9 kurze Hosen mit vielen T-Shirts, mit 2 Kurzarmhemden. Also da auch so ein bisschen diese Casino-Thematik aufgegriffen. Dann ging es weiter mit Atelier Monuments. Das war auch so ein kleiner Nachsommerjob, wenn man das so sagen kann. Auch wieder so ein bisschen farbenfroh gehalten mit vielen kurzen Hosen, T-Shirts, Longsleeves, einem Raglan-T-Shirt und wieder Hoodies. Und dann gab es wieder ein Creative Department und diesmal Essentials Drop, also auch wieder neue Farben. Und diese Essentials waren halt die Beanies und dann gab es dazu auch nochmal 4 oder 5 Knit-Sweater für den Herbst, meine ich. Also so ein bisschen dann in die kältere Jahreszeit rein. Danach gab es Too Many Thoughts mit, muss einmal kurz schauen, dass wir, genau, die Kollektion war, glaube ich, so mit die größte, die sie dieses Jahr gedroppt haben. Ihr seht die Pieces. Da waren auch die Winterjacken dabei, die 4 Stück. Ja, sehr viele Hosen, sehr viele Hoodies, Zipper. Auch wieder die 2 Fleece, die relativ schnell weg waren. Die, glaube ich, auch so mit die gehyptesten Pieces waren. Auch wieder eine solide Kollektion. Dann hatten wir noch Beyond Visions. Das war so der letzte Reste Drop mit den Black Days zusammen. Genau, da hatte ich mir ja auch, wenn ihr das letzte Video von mir gesehen habt, den Half-Knit-Zipper geholt oder bekommen, wie man das auch sehen möchte. Genau, da gab es die Black Days mit sehr, sehr viel Rabatt und auch wieder mit einem Extra-Drop. Heißt, da sind dann auch wieder neue Sachen rausgekommen. Und der letzte Drop, der heute, also für euch, ihr seht das Video Sonntag, heute Morgen, glaube ich, live gegangen ist mit Liver, glaube ich, wie ausgesprochen wird. Hier auch nochmal eine kleine Übersicht, wieder Hosen, Zipper, Hoodies und für mich, was ich hier sehe, ist einmal genau der Knit hier, der wirklich sehr cool aussieht. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr großer Knit-Fan, vor allem von dieser Mohair-Optik. Und was mir sehr, sehr, sehr zuspricht, wo ich wahrscheinlich auch vielleicht zugeschlagen habe von Unboxing, ist der Hoodie hier. Die große Tasche hier auf dem Rücken ist sozusagen das, oder der Hingucker vom Piece. Das ist vom Ding einfach nur ein Basic-Hoodie in so einem verwaschenen Weiß-Grauisch-mäßig. Und hinten in der Tasche könnt ihr dann euer Laptop, iPad oder sonst was verstauen. Aber vielleicht gibt es dazu ein Unboxing, ich weiß es noch nicht. Genau, das war Returnity. Ihr habt es gesehen, sehr, sehr, sehr viel Content und auch sehr, sehr viele Sachen. Also schon wirklich geisteskrank der Hustle. Da kann man ehrlich gesagt nur noch mal Respekt an die Jungs aussprechen oder allgemein an das Team, dass die so am Ackern sind. Und man kann es sehen, wie man will. Man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen zu viel Content oder ein bisschen zu viel Piece, was gedroppt werden. Aber dann wiederum kann man sagen, okay, ihr habt geisteskranke Auswahl und da sollte eigentlich fast für jeden was dabei sein. Deswegen, genau, das zu Returnity. Kommen wir jetzt zu der nächsten Brand, wo ich sagen muss, wo ich nach Lowlights mit am enttäuschtesten von bin. Da ist 6PM. Hier einmal die Overview von 6PM. Waren 8 Drops. Auch hier kann man 1-2 Drops mit rausnehmen, wie bei zum Beispiel 6PM Plus, weil es da immer neue Colorways gab. Ich habe dazu nochmal die Pop-Up-Tour reingeschrieben, weil 6PM, glaube ich, so die einzige Brand war, die das dieses Jahr gemacht hat, was auch geisteskrank ist. Man hat das, wenn ihr die verfolgt oder allgemein in dieser Fashion-Bubble drin seid, merkt ihr ja, oder habt jetzt ja mitbekommen, was für ein Hype das hatte in den Städten, wo sie unterwegs waren und auch so mit den Videos, die man dann mitbekommen hat, finde ich sehr, sehr stark. Ich muss sagen, 6PM ist für mich aktuell eine Brand, die eher von der Community lebt, anstatt von den Pieces, die gedroppt werden oder von dem Mode-Aspekt, wenn ihr so checkt, was ich meine. Ist nichts Schlimmes, ne? Aber ich persönlich erwarte auch so ein bisschen von einer Brand, von einer Fashion-Brand, dass sie mich bei Drops überzeugen oder mitnehmen von den Sachen, die sie droppen. Das heißt, ich erwarte persönlich ja eigentlich schon immer mal so 1-2 Pieces pro Kollektion, wo ich sage, okay, da könnte ich mich drin sehen oder okay, das würde ich mir gerne anlegen wollen. Und das war dieses Jahr bei 6PM leider überhaupt nicht der Fall. Ich hatte, glaube ich, nur ein Unboxing von denen drin. Das war dieser Natural Habitat Hoodie, der so mich sehr, sehr stark an Denim Tears erinnert hat. Wenn ihr das Video gesehen habt, habt ihr es gesehen. Ansonsten könnt ihr euch das hier oben irgendwo anschauen. Genau, dass 6PM eher von der Community lebt, ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde das sogar geisteskrank geil eigentlich, dass die mäßig so zusammenhalten und so eine Community daraus entstanden ist, was auch cool ist. Ich bin auch ehrlich gesagt, das ist, finde ich, einzigartig in Deutschland. Also niemand macht das besser als oder wie 6PM. Aber wie gesagt, es ist im Endeffekt ja immer noch eine Fashion-Brand, finde ich, oder eine Mode
Brand. Deswegen, ich sehe es so, ihr könnt es selbstverständlich anders sehen oder ihr könnt selbstverständlich gerne eure Meinung dazu auch einmal unten in den Comics lassen, die ihr dazu steht. Genau, 6pm ging los mit Love Hurts 2. Waren jetzt nicht so Pieces da, die mich überzeugt haben. Die Jacke hier, die ich euch jetzt gerade eingeblendet habe, fand ich mit am coolsten, weil Love Hurts war so ein bisschen dieses Liebesthema oder diese Liebesthematik. Und mit der Jacke hier, finde ich, hat das schon sehr, sehr cool gepasst, weil ihr da immer mal wieder so ein Herz in dem Design drin habt. Die anderen Pieces, die dazu gedruppt wurden, sind, war jetzt hier zum Beispiel noch so ein Tracksuit, der jetzt eigentlich auch gut und gerne bei 6PM Plus in der Basic Line reingepasst hätte. Deswegen fand ich es immer so ein bisschen schwach, was aus der Kollektion gemacht wurde. Genau, dann 6PM Plus, neue Colorways, die habe ich euch jetzt hier nicht mit drin, glaube ich. Genau, die kommen später. Dann hatten wir Natural Habitat, da hatten wir diese Tracksuits und diese Jogginganzüge. Genau, und dann nochmal diese Hoodies. Ich hatte diesen dunkelblauen mir ja geholt und den getestet. Wenn ihr, wie gesagt, das Video gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ansonsten schaut euch das gerne nochmal an. Nach Natural Habitat gab es wieder ein 6PM Plus Restock mit neuen Colorways. Dann einmal ein Back to School Drop. Ich glaube, da ging dann wieder die Schule mäßig los nach den Sommerferien. Da wurden diese T-Shirts hier gedroppt und dazu dann auch nochmal, glaube ich, 6 Rucksäcke in unterschiedlichen Farben, heißt für die Schule oder Uni oder was auch immer. Ihr seht auch hier, mit den T-Shirts ist relativ einfach gehalten. Dieses 6PM Schriftzug in dem Bum Bum Ice Colorway oder Bum Bum Ice Design mäßig, wenn ihr checkt, mit dem Rot und dem Blau. Dann gab es wieder ein 6PM Plus Colorway. Jetzt habe ich, glaube ich, auch ein Bild dazu. Genau, mit den Colorways hier. Ich muss sagen, 6PM Plus habe ich bis jetzt noch nicht getestet oder damals getestet, als es noch rauskam. Und damals hat es mich so ein bisschen enttäuscht, weil die Qualität nicht so gut war. Deswegen müsste ich das, glaube ich, demnächst mal wieder nachholen. Vor allem die Farben sind sehr cool, die sie nutzen. Deswegen denke ich, wird es da in naher Zukunft auch nochmal ein kleines Review dazu geben. Und dann gab es, glaube ich, somit den größten Drop, den 6PM je hatte, von der Reichweite her, glaube ich. Das war der Collab mit der NFL. Da gab es ja diese zwei Spiele in Deutschland oder drei, ich weiß es nicht. Das fand ich von der Zusammenarbeit her geisteskrank, weil einfach 6PM mit NFL, das sind geisteskranke Collabs oder der Collabo ist geisteskrank. Aber wie gesagt, da ich mit NFL nichts am Hut habe, haben mir die Sachen nicht so gefallen. Für die Leute, die NFL-Fans sind, waren vielleicht einige Sachen mit dabei. Und dann gab es den Winterdrop zu, oder besser gesagt, diese Puffer Jackets mit dem Black Friday Drop zusammen. Ich glaube, das war so ungefähr die gleiche Zeit. Und zu Black Friday gab es halt diese Velour Tracksuits und halt diese Winterjacken in Babyblau oder so einem Eisblau und noch in Schwarz. Overall muss ich sagen, wie gesagt, 6PM holt mich seit längerem leider schon nicht mehr ab. Ich glaube, das wird sich in naher Zukunft auch nicht mehr ändern. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu 6PM in den Kommentaren da lassen. Jedes ist das hier anders. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Damit beenden wir 6PM. Kommen wir zu Trend Vision. Einer meiner Lieblingsmarken, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die Jungs hatten dieses Jahr 5 Drops oder 7. Ich hatte 7, mal gucken ganz kurz. Genau, 7 war, weil Bondage Cargo, das waren nur die Hosen, die zurückgekommen sind. Dann hatten die einen Pufferback Drop. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Drop oder als Kollektion betiteln will. Aber sie hatten 5 bis 7 Drops. Angefangen mit diesem Isle of Paris Shirt, was Anfang des Jahres rauskam. Das war diese zwei T-Shirts in Schwarz und Weiß. Also jetzt eigentlich auch kein größerer Drop. Dann ging es los mit dem ersten Drop des Jahres. Das war Ghost in the Machine. Da muss ich sagen, wobei das sage ich jetzt nicht, das sage ich später erst. Aber ging es los mit Ghost in the Machine. Mit unter anderem diesen Jacken und mit den Hosen. Genau, da habt ihr jetzt nochmal eine kurze Drop-Overview. Den Hosen, das war so ein bisschen an die Zukunft eher angelehnt. Das fand ich auch sehr cool. Da in der oder aus der Kollektion stammt auch mein Lieblings-T-Shirt, was ich jetzt so in meiner Kollektion habe oder besser gesagt in meinem Kleiderschrank drin habe. Das ist das T-Shirt, was ihr jetzt gerade unten rechts seht, das schwarze. Fit und Form finde ich geisteskrank, also mein absolutes Lieblings-T-Shirt. Genau, dann geht es weiter mit Afterlife. Die Kollektionen haben immer so ein bisschen miteinander zu tun gehabt. Deswegen, genau, gab es einmal Afterlife mit dem Shooting in Kambodscha. Ich hatte hier einmal die Jeans, die ich geisteskrank fand, aber mir leider nicht zugelegt habe, und den Hoodie in so einem schönen Limonengelb, wenn man das so sagen kann. Genau, die habe ich auch nochmal eine Overview. Heißt, er hatte die gleichen langen Hosen, auch in kurz. Er hatte eine T-Shirt-Auswahl von die beiden Hoodies. Genau, dann hatte ich, genau, dann gab es einmal die Bondage Cargo. Ich glaube, die Bondage Cargo, oder wenn ihr Trend Vision kennt, dann sagen auch die Bondage Cargos auf jeden Fall was. Wenn nicht, das sind die Cargos, die eigentlich, die, ich glaube, seit Anfang an oder seitdem es Trend Vision gibt, immer wieder gedroppt werden, weil die geisteskrank gut sind. Und dann gab es Pufferbag in 3 verschiedenen Farben, schwarz, silber, glaube ich, und grün, wenn ich mich nicht irre. 3 Stück. Die wurden gedroppt. Dann gab es Valley of the Wind. Da habe ich mir dahinter nochmal beste Shooting geschrieben. Das gilt allgemein für Trend Vision. Die machen die besten Shootings. Die sind in Kambodscha unterwegs, die sind auf Teneriffa unterwegs, die sind in, glaube ich, in Tokio unterwegs für ihre Shootings, und die sind geisteskrank. Wenn es so Fashion Awards geben würde für Kategorien mit besten Shootings, Trend Vision, unangefochten Nummer 1. Wie zum Beispiel hier, habe ich Teneriffa gerade angesprochen. Es geht ja eigentlich immer nur um das Piece, aber es geht ja eigentlich, oder es geht ja auch darum, so ein bisschen einen Vibe drumherum zu schaffen. Und das macht Trend Vision wirklich sehr, sehr stark. Weil, genau, wie gesagt, es geht ja eigentlich nur um das Clothing Piece, weil das trägt ihr am Ende. Ne, die, ob das jetzt coole Bilder sind oder nicht, juckt euch ja eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, die machen das einfach gut. Ich kann nichts dazu sagen. Also, ich will auch gar nichts dazu sagen. Die machen das einfach gut. Fertig. Es gab den
Valley of the Wind Drop, auch mit der Winterjacke, die, glaube ich, sehr gehypt war, ebenfalls. Im Hintergrund seht ihr die Fiesjacke, die auch sehr gehypt war. Die ist dann in dem nächsten Drop, den wir uns auch gleich noch auch anschauen werden, in neuen Farben rauskam, weil die so schnell weg war. Genau, hier habt ihr dann auch nochmal ein Bild von der Shooting Location. Wie gesagt, 10 von 10. Genau, hier gab es dann auch nochmal ein kurzes Overview, was gedroppt wurde. Diese Mecca Jacket oder diese Mac Jacket oder diesen Hoodie in Jackenform, den ihr oben in weiß habt, der war auch geisteskrank. Den gab es dann auch nochmal in einem dunklen Colorway. Und genau, dann den letzten Drop des Jahres mit Final Memory / Black Friday. Das war so eine Aktion zusammen. Hattet ihr dann nochmal entweder so Favorite Pieces von Trend Vision, die nochmal gerestockt wurden in unterschiedlichen Farben und dann aber auch dazu nochmal neue Pieces. Auch hier wieder eine geisteskranke Location zum Shooten. Das war, glaube ich, irgendwo in Kalifornien in einem Naturreservat oder einem Naturpark. Genau, auch da wieder geisteskrank. Ihr habt ja auch wieder eine kurze Overview. Wie gesagt, das waren ältere Pieces zum Teil, die dann auch nochmal mit neuen Farben gerestockt wurden, wie ganz oben die Jacke oder ganz unten den Radar Knit. Trend Vision, auch da hat mich nie so eine Kollektion richtig umgehauen. Es waren immer mal wieder Pieces in den Kollektionen drin, wo ich gesagt habe, die sind stark, die will ich mir holen. Dann waren aber auch wiederum so Sachen dabei mit den Jeans. Ich hatte ja einmal von denen eine Jeans getestet, die so breit war wie meine Schuhe sind darunter verschwunden. Das war für mich persönlich ein bisschen zu groß oder zu breit. Genau, aber overall Trend Vision, eine sehr, sehr starke Marke. Ich bleibe gespannt am Ball, was uns dann auch in den nächsten Drops erwarten wird. Digga, ist das geisteskrank. Ich war einfach schon eine halbe Stunde gelabert, deswegen hat die Kamera aufgehört aufzunehmen. Auf jeden Fall muss ich den letzten Drop nochmal anschneiden. Genau, da waren wir bei Systemic stehen geblieben. Also, zur letzten Brand mit Systemic. Die hatten dieses Jahr nur 5 Drops, vom Ding her vielleicht sogar nur 3. Leider relativ wenig im Vergleich jetzt zu den anderen Brands, weil ich finde Systemic, was, wenn wir so auf das Fashion oder wenn wir so auf die Pieces gucken, die Systemic droppt mit dem Schnitt und so mit dem Design, würde ich Systemic sogar auf 1 ranken, weil die hin und wieder mal echt Sachen bringen, die man so noch nicht hatte in dem deutschen Streetwear-Segment, wenn man das so sagen kann. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die Jungs nur so wenig droppen. Vielleicht wird es in Zukunft ja ein bisschen mehr. Die hatten ja auch relativ, ich will nicht sagen viele, aber manchmal schon starke Probleme mit dem Shipping. Deswegen, genau, wäre eigentlich auch cool, wenn das erstmal gefixt wird, bevor es dann zu größeren Mengen geht. Also, die haben das Jahr mit den Permanents gestartet. Das waren, glaube ich, vom Ding her nur 2 Pieces. Das war einmal dieser Fleece, den es dann mäßig für immer im Shop geben sollte oder gibt. Dann auch nochmal dieses Starbelt, also dieses Star-Gürtel. Da ging es weiter mit dem 3-Look-Drop, heißt einem 3-Look-Drop. Ihr habt eine Hose in 3 unterschiedlichen Waschungen gehabt. Dann einmal dieses Hemd. Das Trikot, was relativ gehypt war, glaube ich, von Systemic, das direkt weg war. Und dann auch nochmal bei dem Black Friday in einer unterschiedlichen oder in einem anderen Farbton gedroppt ist. Und dann gab es dann auch nochmal den Long oder diesen Waffle Longsleeve, der dann auch nochmal im nächsten Video auftauchen wird, wenn wir um die Pieces des Jahres sprechen. Dann gab es einen Drop, wenn man das so sagen kann, einen Melange Balance Set, wenn man das auch sprechen kann. Das war dann genau einmal so ein grauer Zipper mit einer grauen kurzen Hose dazu, also so ein Set. Dann gab es einmal das Collab oder den Collab, der jetzt auch erst vor kurzem rausgekommen ist, Systemic X Lard d'Automobile, wie es auch immer ausgesprochen wird. Genau, da hatten wir dann einmal den Fleece von Systemic, den wir, glaube ich, alle kennen, in diesem grünen Colorway mit der passenden grünen Hose dazu, was aber dann auch preislich wieder ein bisschen teurer wurde. Ich glaube, die Fleece sagt bei 150, wenn ich mich nicht irre. Schon ein stabiler Preis für den Fleece. Genau, und zu guter Letzt gab es dann auch nochmal einen Black Friday Drop. Das war dann auch wieder so Pieces, die es schon gab, die dann nochmal in unterschiedlichen Farben gedroppt wurden. Also nicht so viel Output von Systemic dieses Jahr, was fashion-technisch es angeht. Wie gesagt, es gab noch 1000 andere Brands, aber Digga, ich habe jetzt schon 35 Minuten gelabert, deswegen hätte das den Rahmen geistkrank gesprengt. Ich glaube, das Video wird viel zu lang, aber ich denke, ich werde das einfach so einmal durchboxen, damit wir das Thema durch haben. Wir könnten sehr wahrscheinlich sehr, sehr gerne, oder ich würde sogar darum beten, dass ihr euch eure Meinung unten reinschreibt, wie ihr zu dem Fashion-Jahr bis jetzt standet, was für euch so vielleicht die besten Kollektionen waren, vielleicht auch so die schlechtesten. Könnt ihr mir gerne reinschreiben, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Dann würde ich mich wie immer über ein Daumen nach oben freuen und ebenfalls über ein kostenloses Abo. Da habt ihr mich in diesem Jahr geistkrank supportet, würde ich mich freuen, wenn wir das im nächsten Jahr genauso weiterführen können. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit fürs nächste Jahr. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dahin. Peace.